So, damit dann wieder hallo und herzlich willkommen zurück. Genau, ich bin immer noch nicht so richtig. Aha, ich muss ja Energie aufladen. Entschlossen, wie ich das jetzt am besten mache. Schwierige Sache irgendwie. So, schnell ins Cockpit rein. Energie aufladen. Ist halt. Ja, schon so eine Sache, ne? Wie macht man das jetzt am besten? Damit man das ausreizt am besten noch. Ja, man kann es schon aber ganz gut erkennen, ne, wie es denn mal so werden soll. Erreichen die denn wirklich? Ich hatte hier nicht mal irgendwas, wo drin stand, wie viel Schub die. Ich glaube, in dem einen Wiki, was ich mal nach mir zurechtgelegt hatte, da stand das mal drin, wie viel Schub die Dinger generieren und was sie dann praktisch rein theoretisch damit anheben können. Ich gucke das mal nach, ob ich das irgendwie noch kriege. Wobei das dauert, würde zu, glaube ich, zu lange dauern. Das macht keinen Sinn. Ja, dann mache ich das lieber dann mal so zwischendrin, irgendwann zwischen den Folgen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt das dabei belasse, weil dieses kleine Schiff kriegen wir angehoben mit 80.000 mit den vier Stück. Also wenn er 80.000 Tonnen hat, also 80.000 irgendwas, 80.000 Tonnen sind nicht, also 80.000, wenn er einfach 80.000 Fantasiegewicht hat, dann schaffen wir das. Leer wird er garantiert auch nur so viel wiegen, denke ich mal, ne? Na gut, und was ist nicht durch die schwere Panzerung? Da kann dann schon einiges zusammenkommen. Mist, ey. Kacke. Na egal, machen wir erstmal so weiter, würde ich sagen. Dann gucken wir, wie wir das am besten anstellen. Ich möchte dann eigentlich nämlich nur noch Triebwerke haben für den Flug geradeaus. Ja, also keine Atmosphärentriebwerke mehr für irgendwas anderes. Ah, wobei, nee, es geht auch nicht. Ich muss ja zumindest hier oben drauf navigieren. Ich ahne schon Schreckliches. Und da wollen wir jetzt endlich hin, ne, zu dem. Irgendwie mal. Aber das werden wir nur mit einem großen Schiff schaffen. Mit genügend Energie und massenhaft Sprungantrieb. Beziehungsweise hier irgendwo hier unten auf der anderen Seite des Planeten. Ungefähr da so. Da. Beziehungsweise da. Da müsste unsere andere Basis sein. Mit dem Asteroiden. Wo unser kleines Raumschiff steht. Mit den ganz vielen Sprungantrieben drin. Und den vielen Generatoren. Dass es uns ermöglichen sollte, da hinzuspringen. Ich glaube, wir können irgendwie 2.000, 3.000 weit springen, ne? War das nicht so? Na gut, das wären trotzdem etliche Sprünge, ne? So 9 Sprünge wären das trotzdem. Mist, ey. Na, das kann ja was werden. Eieieiei. Naja, egal. So, wie sieht's aus? Wie soll das da oben drauf dann eigentlich werden? Ich muss halt sagen, ich sehe da jetzt aktuell so, wie das jetzt ist, eigentlich wenig Sinn.
in dem Ganzen, dass wir das nur hier andocken und nicht gleich fest verbauen, ehrlich gesagt. Na, weil so ist es halt nur eine Schwachstelle beim Bau des Schiffes, ne? Andererseits spart es uns auch Gewicht und wir können es halt weglassen. Und wir haben ja dann noch unsere Notreserve, die ist auch sogar unsere Notreserve. Ja gut, okay, nee, durch die beiden ist es ja jetzt viel, viel größer. Die Menge, die wir da kriegen können. Was wir da an Eis benötigen werden, ey. Ui, 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 ui. Wir müssen zu einer anderen Quelle fliegen, die da hinten ist. Nicht so toll, muss ich sagen. So. Also wir könnten eigentlich mal so ein Triebwerk fertig schweißen, ne? Fällt mir gerade ein. Okay, also nicht so wirklich. Ist irgendwie gar nichts da. Wahnsinn. Achso, ja, Batterie könnten wir natürlich auch gebrauchen, ne? Das können wir weglassen, genau. Was brauchen wir noch? Ach, das sind große und kleine Stahlrohre, ne? Na, egal. Machen wir gleich. Das hier, ne? Ja, sehr schön. Achso, Motor nur noch. Ah, okay. Bei beiden nur der Motor. Ich glaube, so viel haben wir davon aber gar nicht. Also jetzt aktuell. Was ist wirklich? Ja gut, das reicht halt für dieses eine Modell, ne? Für diesen einen Motor. Tja, müssen wir das beim nächsten Mal dann sonst machen. Mist. Ich muss dann eh bald wieder Ressourcen holen, wenn ich das so sehe. Aber zumindest macht es bisher einen ganz vernünftigen Eindruck, oder? Und zwei Generatoren? Ich denke mal, das sollte passen. Naja, ich verabschiede mich auf jeden Fall. Wir werden da beim nächsten Mal dann weitermachen. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.